Die polnische Partnerschule heißt Gymnasium Adam Asnik und befindet sich in Lodz. Es ist eine zweisprachige Schule, wo Schüler manche Fächer auf Deutsch haben. Die polnischen Schüler sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und in der 9. Klasse. Die begleitenden Lehrer heißen Iwona Witkowska und Eva Widenska. Die deutsche Partnerschule ist das Immanuel-Kant-Gymnasium in Lachendorf. Die deutschen Schüler befinden sich zurzeit in der 11. Klasse und die meisten sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Die Namen von den Lehrern, welche sie begleiten, sind Andreas Moser, Oliver Grell und Noeli Bermann-Forner, mit der Hilfe von Frau Moser, welche die öffentliche Projektarbeit leitet. Morawa ist ein kleines Dorf in Niederschlesien. Diese Gegend ist bekannt für schöne Pferdefarmen und dem Anwesen von Melita Schalai. In diesem Anwesen ist eine Kindertagesstätte für Kinder von hilfsbedürftigen Familien und ebenfalls ein Ort für Begegnungen zwischen polnischen und deutschen Jugendlichen. Das Anwesen ist von schönen Gärten umgeben und innen sieht es sehr einladend aus. Im Erdgeschoss befinden sich Essensräume, wo wir Frühstück, Mittag und Abendbrot essen. Manchmal ist Melita mit uns gemeinsam. Im ersten Stock haben wir eine Bibliothek und einen großen Saal, wo wir uns gegenseitig kennenlernen und gemeinsame Spiele oder Aktivitäten machen. Es gibt Zimmer für die Schüler im zweiten Stock, wo auch Melita wohnt. Es gibt auch noch Zimmer für Schüler im dritten Stock und fast jedes Zimmer hat ein Badezimmer. Man fühlt sich hier sehr wohl. Im Januar 1945 floh Melita zusammen mit ihrer Mutter und ihren 6 Geschwistern vor den Russen aus dem Schloss in ihrem Geburtsort Murau, heute Morawa. Als sie nach Jahrzehnten dorthin zurückkam, fand sie über der Tür der Kapellenruinen die Inschrift "Wieder fürchte dich nicht". Sie renovierte das Schloss und gründete in ihm einen Kindergarten. Wie es dazu kam, erzählt sie euch jetzt selber. Nach der kommunistischen Zeit machten die Kindergärten zu, die staatlichen, weil sie kommunistisch waren. Machten die staatlichen Kindergärten zu. Und die privaten waren so teuer, dass sich viele Menschen es sich nicht leisten konnten, weil die privaten die aufmachten. Und dann haben wir gedacht, das Beste, du machst einen karitativen Kindergarten für Leute, die sich's nicht leisten können, Kinder in Kindergarten. Der Krieg von Russland gegen die Ukraine bei Ihnen so für Gefühle auslöst oder was Sie darüber denken, dass jetzt wieder Krieg in Europa herrscht? Also ich finde das schlimm von Putin, dass der diesen Krieg angefangen hat und finde es unmöglich, aber irgendwelche Ängste oder was schürt das in mir nicht, da sind wir zu weit weg. Und ich glaube nicht, dass er ein EU-Mitglied angreifen würde. Und wir sind ja hier in Polen in der EU. Und ich habe ja auch eine polnische Staatsangehörigkeit und bin auch Pole. Am Dienstag haben wir den Tag begonnen mit einer Besichtigung im Konzentrationslager in Großrosen. Als erstes haben wir eine Ausstellung über diese Zeit besichtigt. Wir haben darüber gesprochen, wie das Leben für die Gefangenen damals war und was zu deren damaligen Alltag gehörte. Danach wurde uns gezeigt, wie groß das Gelände ist. Anschließend hat der Guide uns über das Gelände geführt. Wir haben unter anderem den Steinbruch und echte Fundamente von Baracken gesehen, zudem auch, wo die Gefangenen gekocht und gegessen haben. Thank you.
Nach dem Mittagessen sind wir zu dem Schloss Fürstenstein gefahren. Dort haben wir zuerst eine Tour durch den unterirdischen Tunnel gemacht, welcher zu dem Projekt Riese gehörte, welches bis zum Ende des Krieges von den Nationalsozialisten ausgeführt wurde. Bis heute ist nicht bekannt, warum dieser Tunnel gegraben wurde. Wir beendeten den Ausflug mit einem Rundgang durch das Schloss, wobei wir noch mehr Hintergrundinformationen erfahren konnten. In den ganzen Tagen haben wir vereinzelt viele Spiele gespielt, in denen man die gegenseitige Sprache kennenlernte und generell Kontakte knüpfte. Über die Zeit hat sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Die Begegnung wurde vom DPJW, also dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk, und der Sandorf-Stiftung gesponsert, wessen Aufgabe es ist, Jugendliche aus Deutschland und Polen zusammenzubringen und Wissen über die deutsch-polnischen Beziehungen zu vermitteln. Insgesamt war es ein effizienter und angenehmer Ausflug, welcher uns die deutsch-polnische Geschichte näher gebracht hat. Mit der Zeit haben wir bemerkt, dass eine Verbindung zwischen uns Schülern entstand, und dafür sind wir sehr dankbar.